Im Bildungshaus Schloss St. Martin hat am Dienstag der Landesrat für Bildung, Jugend und Familie, Michael Schickhofer, gemeinsam mit der Direktorin des Bildungshauses, Anna Thaller, das neue Bildungsprogramm 2013 präsentiert sowie über den Fortschritt der Umbaumaßnahmen am Schloss selbst gesprochen. Neben einem neuen optischen Auftritt des Bildungshauses verwendet man nun das Motto Begegnen, Begeistern, Bilden und hat sich zum Ziel gesetzt, Familien im Schloss einen passenden Ort für gemeinsame Aktivitäten zu bieten. Begegnen, Begeistern, Bilden, was kann man sich darunter vorstellen hier? Also die Interessen der Kinder stehen ja für mich im Mittelpunkt und daher haben wir gesagt, das Schloss St. Martin, das wird unser Familienschloss, ein Schloss für Familienbildung, wo man sehr praktisch einfach lernt, wie man sinnvoll Zeit mit den Kindern verbringt, miteinander Keksel backt, miteinander kocht, miteinander den Garten gestaltet, einfach die Zeit sinnvoll verbringt. Gibt es noch ähnliche Projekte in der Zukunft, die geplant sind? Also ich plane, das Familienschloss St. Martin ist so ein Netzwerkknoten und dass wir dann das Bildungsangebot, das hier in St. Martin dargebracht wird, auch von uns vielen Partnern in den Regionen, in den Kindergärten, in den Eltern-Kind-Zentren oder beispielsweise in den landwirtschaftlichen Schulen auch angeboten werden, sodass jeder Steirer, jede Steirerin gemeinsam mit ihren Kindern die Möglichkeit hat, sinnvolle Freizeitgestaltung zu erleben und zu erlernen.